Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Rift und ich glaube, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass wir heute die Scherbe, die ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, abholen können. Weil ich habe mal auf der Karte geguckt und zwar müssen wir hier oben diese Quest machen. Und ich meine, dass wir dann von da aus auch zu dieser Scherbe gekommen sind. Vielleicht kann man die auch einfach so einsammeln. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es irgendwie im Kopf, dass man das nur machen kann durch die Quest. Dass man irgendwo da reinlaufen muss oder so. Vielleicht ist es wirklich ein Trugschluss. Keine Ahnung. Also Schluss. Keine Ahnung. Wo geht's denn hier rein? Drum, drum, drum. Hier. Hier ist der Eingang. Seid ihr hierfür bereit? Die Lage sieht schlimm aus, Vigroth. Es ist mein Fehler. Ich habe unsere besten Klingen mit nach Shores Stein genommen. Die zurückgelassenen Rekruten hatten keine Chance gegen die Wildheit der Regmannen. Wo fangen wir an? Mir wurde gesagt, dass sich Überlebende in unsere Schreine zurückgezogen haben. Findet sie und schickt sie zur Halle. Ich gehe, um die Haupttore zu halten. Ich werde dort auf euch warten. Ich mache mich an die Arbeit. Wir halten sie hier fest. Ruf die anderen zusammen. Schnell! Es geht schneller, wenn wir beide Überlebende zusammentrommeln. Klingt gut. Ich habe gehört, Skaldin Zwari hält noch an einem der Schreine durch. Geh zur Halle und ich hole die anderen. Ich bin bereit. Iskramor! Ja! Wir laufen mal hinterher. Also langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass wir theoretischerweise einfach nur hier hochreiten mussten. Kommt mir nicht zu nah. Ich werde euch ausweiden, wenn ihr mich berührt. Halt! Vigroth schickt mich. Alle sollen sich an der Halle sammeln. Zur Halle? Ja, zur Blöme. Halle. Was haben sie nur Tirora angetan? Das ich weiß muss ich stark nicht. Bleiben. Wir sehen uns dann an der Halle. Okay. So, du läufst mir jetzt gerade irgendwie den Weg rum. Ich muss da... Hoppala, das war ein bisschen zu lange. Moment, hier war aber doch jetzt... Da wird die Scherbe angezeigt. Aber da kommen wir nicht rein. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass das mit... Das hat tatsächlich mit der Quest zu tun. Ich werde erstmal die Aufgabe hier machen. Die weise Tirora wurde zu Tode gefoltert. Ich schlitze jeden Regmannen auf, den ich finde. Ich schwöre es. Ich habe versammelt, wen ich konnte. Mein Beileid wegen der Weisen, Vigroth. Ich gehe voran. Ich trage die Schuld. Tränen und Met sind für einen anderen Tag. Ich wünschte trotzdem, sie wäre hier. Wir brauchen sie, gerade jetzt. Brauchen sie? Wofür? Die Regmannen sind im Gewölbe unter der Halle. Unsere kostbarsten Artefakte sind dort unten. Schamanen aus Reyk haben einen dieser verdammten Zauberschilder auf die Tür gelegt. Tirora wäre in der Lage gewesen... Halt. Was? Mir ist gerade etwas eingefallen. Die weise Tirora könnte uns immer noch helfen. Dieser Beutel mit Asche. Wir benutzen ihn, um mit den uralten Geistern der Halle zu sprechen. Sie ist erst seit kurzem tot. Und wie ich Tirora kenne... ist sie auch sehr wütend. Sagt mir nur, was ich tun soll. An jeder Grabstätte rund um die Halle gibt es eine kleine Feuerschale. Verbrennt die Asche an jedem Altar und versucht, Tiroras Geist zu finden. Ich werde die Männer hier und in der Halle sammeln. Ich werde sie finden, keine Sorge. Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil eigentlich hatte ich gedacht, dass wir mehr Leute befreien könnten. Aber gut, wenn das tatsächlich nur die eine gewesen ist. Dann ist das so. Was auch sehr nervig ist, ist, dass die Karte plötzlich so klein ist. Ich weigere mich, mich Schwarzgeles Mut zu beugen. Vigroth, seid verflucht, weil ihr uns verlassen habt. Können wir mit dir sprechen oder bist du nur wütend? Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Grabmal? Sieht so aus. Und der Arme... Der Arme ist weg. Okay. Moment. Da war doch noch was. Hä? Nochmal?
Ich weigere mich, mich Schwarzgeles Wut zu beugen. Vigoth, seid verflucht, weil ihr uns verlassen habt. Aber mit dir reden kann ich nicht. Hallo? Hallo? Jetzt kann ich die Feuerschale wieder mal... Sag mal, wollen die mich hier veräppeln oder was? Soll ich das endlos oft machen? Komm, geh mal aus dem Weg hier. Wir probieren es hier nochmal. Ah! Ich weigere mich aufzugeben. Sovngarde bekommt mich nicht. Ihr habt uns dem sicheren Tod überlassen. Warum sprecht ihr mit mir? In der Halle sind die Feinde. Wir brauchen eure Hilfe. Die Reikmannen haben das Fallsteingewölbe versiegelt. Ich kann noch immer ihre Messer spüren. Den Schmerz. Ich spüre den Ruf von Sovngarde. Aber ich werde euch helfen, bevor ich gehe. Hab Dank. Und wie? Tötet Häuptling Frostzahn. Okay. Ja, dass die dann immer da waren, die Feuerschalen, hieß dann wahrscheinlich nur so viel wie, ich soll das so lange machen, bis ich die richtige gefunden hatte. Ich habe jetzt nur gedacht, da wäre irgendwas verbuggt und ich sollte doch mit denen sprechen oder sowas. Bist du Frostzahn? Wir treiben sie vor uns her. Nee. Frostzahn, ach so, du bist ihr das. Häuptling ist im Keller gefangen. Okay. Durch die Falltür hinunter. Folgt mir. Machen wir. Geh schon mal vor. Ich sammle so lang schon mal ein. Achso, das ist Frostzahn. Hallöchen. Bin hier, um dich umzubringen. Ich glaube, das fand er nicht lustig. Der ist leicht aggro geworden. Okay. Wir müssen in das Gewölbe gelangen. Ich hoffe, ich täusche mich, was den Grund für die Anwesenheit der Reikmannen hier angeht. Ja, bei deinem Unterton hoffe ich das auch. Aber hier sind so viele Sachen zum Looten. Und auf dem Account habe ich nicht so viel. Das heißt, ich muss hier alles einsammeln. Nee, mit dir muss ich sprechen, okay. Die weise Tirora hat euren Ruf beantwortet. Shor segne sie. Was geschieht jetzt? Ich muss dafür sorgen, dass die Halle geräumt ist. Ihr müsst für mich ins Gewölbe gehen. Tötet alle Reikmannen, die ihr findet. Und seht nach den Relikten, die wir dort bewachen. Sollte ich nach etwas Bestimmten Ausschau halten? Ei, wir haben die Ehre, die legendäre Axt Wudrath zu bewachen. Sie ruht im Gewölbe sicher in den Armen Isgramors. Bitte stellt sicher, dass dem noch so ist. Wudrath? Isgramor? Bei der Liebe, Kühnes. Ihr wisst nicht, wer Isgramor ist? Kennt ihr nicht die Geschichte von Wudrath? Die Geschichte von Wudrath? Aus Isgramors bitteren Tränen, die er vergoss, als die Elfen Sartal niederbrannten, schmiedete der große Waffenschmied Ingol die Axt Wudrath. Seitdem führte Isgramor Wudrath und fegte die verräterischen Elfen aus Rift hinweg. Wudrath gilt als größte aller nordischen Waffen. Ist das wahr? Aber natürlich ist es wahr. Es ist eine Legende der Nord, oder etwa nicht? Und wer ist Isgramor? Er war der größte aller nordischen Helden, unser aller Heilsbringer. Er brachte die Menschen nach Tamriel, an der Spitze einer Flotte aus Admora. Sie hatten etwas Ärger mit den Elfen, die damals Rift regierten. Aber Isgramor und seine Gefährten kümmerten sich um sie. Was ist geschehen? Isgramor führte die Gefährten auf zahllose Rachefeldzüge gegen die Elfen. Mit seiner Axt Wudrath in den Händen führte unser aller Heilsbringer seine Krieger auf einen Schlachtzug durch Himmelsrand. Die feigen Elfen flohen vor dem Zorn der Nord. Und Himmelsrand war unser. Und was machen wir jetzt? Ich muss dafür sorgen, dass die Halle geräumt ist. Ihr müsst für mich ins Gewölbe gehen. Tötet alle Reikmannen, die ihr findet. Und seht nach den Relikten, die wir dort bewachen. Ja, soll ich nur etwas bestimmten Ausschau halten? Wir sehen uns bald wieder. So viele tapfere Krieger wurden getötet. Wir werden jeden Blutstropfen dreifach vergelten. Wer führt die Reikmannen gegen uns? Dieser von Shor verfluchte Sohn eines Gewehrs namens Strahl Schwarzkehle.
Er führte den Clan der Zorntatzen an und man sagte, er würde nun auch all die Stämme anführen, die gerade Rift angreifen. Okay. Dann haben wir hier noch was drin? Nee. So, Moment. Nach rechts können wir nicht. Da können wir noch runterspringen. Okay, da müssen wir hier links rum. Da laufen wir jetzt aber mal weiter. Das ist mir jetzt... Nutzt meine Macht! Nee, ich nutze hier gar nichts. Hier ist ja auch nichts, was wir irgendwie sammeln müssen oder so. Ah, Mist. Links kommt gleich ein Buch. Das wäre natürlich schon wichtig. Guten Tag. So, halte dich nicht auf, Basti. Wir müssen weiter. Hallöchen. Hübscher Bär. Achso, da können wir jetzt nicht durch. Na toll. Na gut, dann machen wir es so. Das wäre nett gewesen, wenn du dich nicht hinter mich angeschlichen hättest, Bär. Danke. Beschäftige ihn, damit ich durch die Tür kann. Ist es das? Sind wir deswegen hierher gekommen, Mann? Ja, Wutrat ist jetzt unser. Wenn die anderen ihren Teil beigetragen haben, sind die Nord verdammt. Kann ich nichts mehr machen? Am Fuß dieser Statue befindet sich eine Tafel. Ilgar, jüngster Sohn Isramors, unser Heilsbringer, Captain der Duramzu und Held der 500. Isgramor, die Hände dieser Statue sind verkrampft, als ob sie einst etwas gehalten haben. Am Fuß dieser Statue befindet sich eine Tafel. Isgramor, unser Heilsbringer, erhält Wutrat, mächtigste Axt der Legenden. Ingol, ältester Sohn Isgramors, unseres Heilsbringers, Captain der Harak und Held der 500, verschollen während des großen Sturms der Trennung, während der Rückkehr nach Himmelsrand. Ja. Also, das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass wir nichts wissen. Also sprich, dass scheinbar seine Waffe gestohlen worden ist. So, wo ist er? Wieder vor der Tür? Ah, da. Was habt ihr im Gewölbe gefunden? Die Reikmannen haben Wutrat gestohlen. Dann ist es, wie ich fürchtete. Wutrat ist die einzige Waffe, mit der wir Sinmu ins Reich des Vergessens schicken können. Die Trolle sollen sie holen. Jeden Einzelnen. Eine Sache führt immer zur anderen und Änderungen können oft schwer zu akzeptieren sein. Trotzdem müssen wir weitermachen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie kann ich helfen? Die Weise Tirora ist in Sovngarde eingegangen und Falstein braucht eine neue Weise. Skaldin Zvari hat mich um meine Erlaubnis gebeten, sich für dieses Amt zu bewerben und ich habe sie ihr gewährt. Was muss sie tun? Die angehende Weise und ein Gefährte müssen an den Schreinen von Falstein beten. Wenn unsere Ahnen sie akzeptieren, werden ihr Visionen der 500 zu ihrer Blütezeit erscheinen. Werdet ihr sie begleiten? Sicher. Ich werde nachsehen, ob sie bereit ist. Halt, Soldat! Was? Ich habe schon eine Aufgabe. Aber meine Aufgabe ist eigentlich da hinten. Ich habe Neuigkeiten aus dem Wernimwald. Was gibt es Neues? Die Reckmannen sammeln sich im Wald. Jakil möchte, dass alle fähigen Klingen unverzüglich dorthin abrücken. Ich bin auf dem Weg. Aber nicht so ganz, weil ich werde erstmal mich noch darum kümmern, was er gesagt hat hier. Die ist irgendwo... Da ist sie. Kaum zu glauben, dass Tirora nicht mehr bei uns ist. Und ihr werdet sie ersetzen? Ich hoffe es. Die Weise Tirora ist nun in Sovngarde angekommen.
Fallstein braucht eine neue Weise. Jemanden, der die Taten der Gefährten aufzeichnet. Aber erst muss ich mich beweisen. Was gehört dazu? Die angehende Weise und ein Gefährte müssen an den Schreinen von Fallstein beten. Visionen der 500 zu ihrer Blütezeit werden ihnen erscheinen. Würdet ihr diese Gebetsperlen nehmen und mich begleiten? Es wäre mir eine Ehre. Wir werden mit der Geschichte von Ingol beginnen. Isgramors Sohn. Achso, ich muss sie benutzen. Aus dem fernen Admora hat mein Fürst und Vater Isgramor die 500 Gefährten geholt. Mein Bruder Ilgar und ich waren stolz darauf, unter den Auserwählten zu sein. Eine mächtige Flotte hat unser aller Herold von Admora über das Meer bis an die Küsten von Himmelsrand geführt. Aber es obliegt nicht mir, die Geschichte ihrer Landung zu erzählen. Ich übergebe das Wort an meinen Bruder Ilgar. Leider kam mein älterer Bruder Ingol, der rechte Arm meines Vaters, während der Überfahrt bei einem gewaltigen Sturm ums Leben. Gramgebeugt führten Fürst Isgramor und ich unsere kleiner gewordene Streitkraft an die Küsten von Himmelsrand. Der nächste Schrein ist Ilgar geweiht. Er hat die Gefährten an Isgramors Seite angeführt, als die Flut der Nord die Eine von Ilgars größten Errungenschaften war, dass er nach Isgramors Tod die Führung übernahm. Ohne sein eindrucksvolles Auftreten hätten die Gefährten keinen Bestand gehabt. Die Elfen, die Himmelsrand seit ewiger Zeit gehalten hatten, fielen vor unseren Klingen wie Grashalme. Fürst Isgramors Gefährten herrschten schon bald über das gesamte Land. Hinter den Schilden und Schwertern der Gefährten siedelten sich weitere Reisende aus dem fernen Admora hier an. Unser Volk gedieh, der Ruhm von Isgramor, der unser aller Herold war, verbreitete sich über ganz Tamriel. Der letzte Schrein ist Isgramor geweiht, der unser aller Herold ist. Er hat die Gefährten nach Himmelsrand geführt und die Elfen unter... Wenn er seine mächtige Axt Wutrat in der Hand hielt, konnte es niemand mit Isgramor aufnehmen. Nur einer wagte es, Wutrat und Isgramor entgegenzutreten. Der furchterregende Halbriese Sinmur, das Oberhaupt der Riesenclans von Himmelsrand. Sogar der Riese Sinmur fiel vor der Macht von Isgramor und Wutrat. Und so werden alle Feinde der Gefährten fallen. Na? Kommt da noch was? Oder wo möchtest du jetzt mit uns hin? Du darfst doch gerne was dazu erzählen. Mädel? Betet am Schrein. Hier ist aber keiner. Nee, trefft ihn bei der Halle. Sie bei der Halle. Danke für eure Zeit und eure Hilfe. Kann ich die Perlen wiederhaben? Hier sind sie. Gefährten, erhebt euch und ehrt Skaldin Svari, die die Position als Weise einnimmt. Skaldin Svari, wir sind hier, um euren Mut, eure Weisheit und eure Stärke zu ehren. Ihr habt euch würdig erwiesen, unsere Nähe. Schwört ihr, die Grundsätze der Gefährten zu erhalten und die Fallsteinhalle mit eurem Leben zu verteidigen? Ich schwöre es. Dann erhebt euch als Svari, Weise der Gefährten der Fallsteinhalle. Ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass die Sätze immer so abgehakt sind, aber naja. Mein ganzes Leben habe ich hierauf hingearbeitet. Danke, dass ihr mir die Ehre eurer Anwesenheit erweist. Ich bin stolz darauf, meinen Teil beigetragen zu haben.
Es wird meine erste Amtshandlung als Weise der Fahlsteinhalle sein, eure Taten hier aufzuzeichnen. Die Gefährten werden sich von diesem Rückschlag erholen. Vigroth und ich werden dafür sorgen. Und wir haben einen Heilstab von Isgramors Geburtsrecht erhalten. Ja, und damit ist dann auch diese Quest schon wieder beendet. Aber wir sind ja vorhin jemanden in die Arme gelaufen, die gesagt hat, dass irgendwo was angegriffen worden ist. Da werden wir dann mal in der nächsten Folge genauer nachschauen. Und ja, ich sag dann einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Halt, stopp, eine Sache muss ich euch noch kurz zeigen, weil wir standen ja jetzt vorhin da hinten und ich habe nochmal genau geguckt, bevor ich das vergesse. Und hier ist tatsächlich die Himmelsscherbe. Sie war also doch nicht nur durch die Quest erreichbar, sondern ja, man hätte einfach nur hier durchschreiten können. Ich habe es einfach falsch in Erinnerung gehabt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber das wollte ich noch eben nachreichen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.